Hallo, es freut mich, dass du wieder da bist. Wenn du dir das Intro und das Basic-Video über Trapeze angesehen hast, dann weißt du nun schon sehr viel über das Trapez und kannst bereits den Flächeninhalt von dieser geometrischen Figur berechnen. In diesem Video zeige ich dir noch eine weitere Methode, durch die du den Flächeninhalt von Trapezen berechnen kannst. Du bist schon neugierig darauf? Na dann, legen wir gleich los. Richte dir wieder ein Blatt Papier und einen Stift her. Zeichne zunächst eine Skizze von einem gleichschenkeligen Trapez auf dein Blatt Papier und beschrifte es, wie du es bereits gelernt hast. Drücke dafür auf Pause. Wenn du alles beschriftet hast, so wie ich, dann verbinde nun die Mitten der beiden Schenkel B und D durch eine Strecke. Versuche es zunächst selbst. Gut gemacht. Diese Verbindungsstrecke, die parallel zur Seite A und zur Seite C ist, wird Mittellinie genannt und mit dem Buchstaben M beschriftet. Wenn du die Maße der Mittellinie und der Höhe kennst, dann kannst du dir ganz leicht den Flächeninhalt des Trapezes berechnen, indem du die Mittellinie M mal der Höhe H rechnest. Die Flächeninhaltsformel lautet also A ist gleich M mal H. Fragst du dich jetzt gerade, wie man auf die Formel kommt? Ganz einfach. Wir können aus dem Trapez ein Rechteck bilden, indem wir die Mittellinie als Länge des Rechtecks betrachten und die beiden überstehenden Dreiecke ausschneiden, um 180 Grad drehen und darüber wieder anfügen. Somit erhalten wir nun ein Rechteck mit gleichem Flächeninhalt wie das ursprüngliche Trapez. Und wie du weißt, berechnet sich der Flächeninhalt von einem Rechteck, indem man die Länge, in diesem Fall unserer Mittellinie M, mal der Breite, in diesem Fall unserer Höhe H, berechnet. Nun bist du schon wieder an der Reihe. Stell dir vor, du benötigst neue Dachziegel für die trapezförmige Vorderseite des vorliegenden Hausdachs. Du willst dafür die nötigen Maße zur Berechnung des Flächeninhalts abmessen. Aber leider ist deine Leiter zu kurz und du kommst nicht bis zur Oberkante, sondern nur bis zur Mitte des Dachs. Du schaffst es jedoch, mit einem Maßband sowohl die Höhe als auch die Mittellinie des Dachs zu ermitteln. Für die Mittellinie misst du 2,4 Meter und für die Höhe 3 Meter. Kannst du dir nun trotzdem den Flächeninhalt ausrechnen? Probiere es selbst und teile mir anschließend dein Ergebnis mit. Schon fertig? Und was hast du herausbekommen? Richtig, der Flächeninhalt der Vorderseite des Hausdachs beträgt 7,2 Quadratmeter. Wenn du auf ein anderes Ergebnis kommst, dann überprüfe deine Rechnung mit meiner und spule gegebenenfalls das Video noch einmal zurück. Nun weißt du einerseits, für wie viel Quadratmeter du neue Dachziegel kaufen musst, um das Hausdach zu erneuern. Und andererseits, wie man den Flächeninhalt eines Trapezes durch eine weitere Methode berechnen kann. Es hat mich gefreut, dass du wieder eingeschalten hast. Im Mastery 2 Video beschäftigst du dich noch mit zwei Umkehraufgaben. Schau doch gleich vorbei. Bis gleich!